Schuld und Beichte, das ist für Protestanten und vor allem für Reformierte eine nicht so einfache Sache. Vor allem, weil die Beichte schon ganz anders gefasst ist als im Katholizismus. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie zum letzten Mal als Protestantin oder Protestant bei der Beichte waren? Das gibt es auch im evangelischen Gottesdiensten. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können. Doch, wieder war das bei Günter Grass. Nun freue ich mich ganz besonders auf den Vortrag von Herrn Dr. Anselm Weyer. Auslöser eben vielleicht für mein Thema ist, dass ich hier lange Zeit in Köln gewohnt habe und auch heute noch da immer wieder sehr viel arbeite. Und die Hundejahre, die spielen im letzten Drittel. Günter Grass Bücher sind sehr gerne dreigeteilt irgendwie. Also selbst ohne diese Einteilung gibt es immer so triadische Entwicklung, triptychonartige Sachen, auch in der Blechtrommel. Und die Hundejahre, die spielen im letzten Drittel in der damaligen Gegenwart und in Köln, wo Günter Grass ja auch zeitweise gelebt hat, ähnlich wie eben in Düsseldorf, was in der Blechtrommel sich niederschlägt. Und es gibt da eben diese wunderbare Stelle, wo der Matern, ein ehemaliger Mittuender des Faschismus, sich überlegt, eigentlich war er eher Mitläufer und ist eher von den Faschisten dazu gebracht worden, Unrecht zu tun. Und aus dieser Überlegung heraus denkt er sich dann, ach, ich fahre jetzt durch die Welt und versuche diejenigen, die mich in Schuld verwickelt haben, selbst zu bestrafen. Das macht er auf teilweise sehr eigenwillige Weise. Also einmal hat er jemanden und dann steckt er dessen Tochter mit Syphilis an. Das glaube ich jetzt irgendwie nicht strafrechtlich, also vom Strafgesetzbuch relevant, aber das ist eben eine Bestrafung, die eben nach dem Geschmack von Günter Grass ist. Und er fährt immer weiter, immer weg, dann Ausgangspunkt ist der Hauptbahnhof. Und der Hauptbahnhof in Köln, wie Sie vielleicht, wenn Sie schon mal da gewesen sind, der Hauptbahnhof in Köln, der ist direkt neben dem Kölner Dom. Das hat sich damals der Preußenkönig ausgedacht. Der hat gesagt, der Kölner Dom, der muss zu Ende gebaut werden. Warum möchte ein protestantischer Preuße den katholischen Kölner Dom zu Ende bauen? Das war ein Zeichen dafür, dass die protestantischen Preußen, denen ja beim Wiener Kongress 1815 die katholischen Rheinlande zugesprochen worden sind, dass die Religionsfreiheit haben, dass es eine deutsche Einheit geben kann unter preußischer Herrschaft mit Toleranz. Also darum geht das letztlich. Und deswegen hat er eben neben dem Kölner Hauptbahnhof, also neben dem Kölner Dom, direkt einen Hauptbahnhof gemacht, auf den die Hohenzollernbrücke zuläuft, das eben als Zeichen der deutschen Einheit. Also wir haben hier bei Günter Grass in den Hundejahren Dom und Hauptbahnhof, traditionell damals eben noch das Zeichen der deutschen Einheit, der deutschen Einigung des Deutschen Reiches. Und von da aus fährt Matern immer durch die Gegend und versucht, die deutsche Sünde zu bestrafen. Und es steht hier, o saurer, entglaster, zugiger, heiliger, katholischer Hauptbahnhof Köln. Wenn Sie mal in Köln sind, also auch in der Atmosphäre unterscheiden sich Kölner Dom und Kölner Hauptbahnhof manchmal nur graduell. Also es ist eben auch dann sehr viel los. Und also im Kölner Dom sind seltener Durchsagen und die Verspätungen sind auch nicht so häufig. Ne? So heute Hauptmesse erst 5 Minuten später. Also macht eben auch eine Gleichsetzung von Hauptbahnhof und Kölner Dom. Der heilige katholische Hauptbahnhof Köln, obwohl es von Preußen gebaut worden ist, aber das weiß der Grass vielleicht nicht. Oder wusste es nicht jetzt, ja. Völker mit Koffern und Rucksäcken kommen, sehen, riechen dich, gehen davon in alle Welt und können nie mehr vergessen. Dich und die steinerne doppelte Ausgeburt schräg gegenüber. Dann ist der Kölner Dom, ne? Doppelte Ausgeburt. Des Teufels Hörner, des Teufels gotische Hörner steht an anderer Stelle. Wer Menschen begreifen will, muss in deinen Wartesälen niederknien, denn hier sind alle fromm und beichten einander über dünnem Bier. Das ist natürlich übelste Propaganda, dünnes Bier, also es Kölsch, schmeckt köstlich. Aber was immer sie tun, ob sie schlafen mit offenem Rachen, ob sie ihr kümmerliches Gepäck umarmen, ob sie irdische Preise nennen für himmlische Feuersteine und Zigaretten,
spielt darauf an, dass natürlich am Dom der Schwarzmarkt dann auch war, zwischen Dom und Hauptbahnhof der Schwarzmarkt. Was immer sie auslassen und verschweigen, hinzufügen und wiederholen, sie arbeiten an der großen Beichte. Also in der deutschen Nachkriegszeit gibt es den Kölner Dom, gibt es den Kölner Hauptbahnhof als Verkehrsknotenpunkt und da arbeitet die deutsche Nation irgendwie an einer großen Beichte. Und das war so schön, dass ich gedacht habe, als ich gefragt worden bin, hier zu sprechen, habe ich gesagt, ach, zum Beichten gibt es eigentlich noch relativ wenig bei Günter Grass. Mache ich mal was darüber. Sie können mir in einer Stunde sagen, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Wie gesagt, wenn es ganz schlimm wird, dann winken Sie nach einer Viertelstunde, dann erzähle ich was anderes. Generell ist die These, dass bei Günter Grass Schreiben und Beichten zusammenhängt. Er hat sich in seinem Leben, in all seinen literarischen Werken, fast ausschließlich mit dem Weltkrieg, mit der deutschen Geschichte und den Auswirkungen der Weltkriege auseinandergesetzt. Ob es mal ein Jahrhundert ist, in diesem von deutschen Kriegen nicht armen Jahrhundert, das 20. Jahrhundert, Blechtrommel, Katz und Maus, Hundejahre bis zu ihrem Krebsgang und schließlich eben natürlich auch beim Häuten der Zwiebel, wo es ja auch die Erinnerungen seiner Kriegsjahre sind, die da erzählt werden. Und wenn man über deutsche Geschichte schreibt und das auf eine redliche Art tut, dann kommt man immer wieder in das literarische Genre der Beichte. Und das ist bei Günter Grass schon sehr früh der Fall. Viele Menschen denken ja so, ach Günter Grass, was hat der mit Religion zu tun? Günter Grass war jahrelang auch Messdiener, der war vollkommen, also hätte eben auch noch eine vorkonziliare lateinische Messe mitexerzieren können, was man eben auch immer wieder in seinen Werken sieht. Und hat sich erst relativ spät eben auch dann von der katholischen Kirche dann gelöst. Ist nachher ausgetreten, kurioserweise nicht wegen religiöser, theologischer Gründe, sondern wegen moralischer Gründe, wegen auch dem Umgang mit dem Schwangerschaftsabbruch und so weiter. Ist auch nach dem Krieg untergekommen in einem Jesuitenwohnheim, wo er auch nächtelang in Düsseldorf eine gewisse Art von Erziehung genossen hat. Die großen Schriftsteller, die deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts sind ja fast immer Schulabbrecher gewesen. Also Thomas Mann und Günter Grass, die haben ja immer so gerade mal mittlere Reife gehabt, was sie ja nicht davor bewahrt hatte, noch auch sehr intellektuell, akademisch aufgeladene Werke zu schreiben. Manchmal vielleicht ist es ein bisschen Kompensation. So, und er schreibt eben seinen ersten Roman, Die Blechtrommel, die voll gefüllt ist mit religiösen und biblischen Anspielungen. Das geht auch über das Oskar Mazarat, das werden die ersten 30 Jahre von Oskar Mazarat erzählt. Oskar Mazarat sieht aus wie das junge Jesuskind, das man in der Kirche in Danzig sieht. Es gibt da eine schwarze Messe, also eine pervertierte Messe, in dem Oskar Mazarat als Jesuskind wirklich auftritt. Deswegen auch der trommelnde Jesus, da haben sie wahrscheinlich eben auch den Titel hierher. Und Oskar Mazarat hat eben leider keinen Propheten, keinen Evangelisten. Er schreibt seine Erinnerungen selbst. Er schreibt sie als Roman und eben auch in einer gewissen Weise als Form einer Beichte. Berühmt geworden ist ja der Beginn der Blechtrommel. Zugegeben, ich bin Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt. Jetzt wird man normalerweise vermuten, da kommt ein Aber. Ich bin zwar in einer Irrenanstalt gerade, Grafenberg in Düsseldorf, aber es kommt kein Aber. Die Blechtrommel fängt an damit, dass jemand sagt, guten Tag, ich sitze gerade im Irrenhaus. Und das unterminiert natürlich die gesamte Erzählsituation des gesamten Romans. Also man muss sich vorstellen, wenn Ihnen jemand eine Geschichte erzählt und anfängt, also ich bin ja gerade im Irrenhaus, dann leidet vielleicht ihre Glaubwürdigkeit. Man sagt, ich weiß nicht so richtig. Also zugegeben, ich bin Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt, wird von einem Pfleger besucht, dann wird ihm von Angehörigen besucht und er schreibt jetzt den Roman seines Lebens.
Er schreibt ausdrücklich einen Roman. Also er sagt hier, es gibt eben noch Romanen, also die Moderne, die mag keine Romanhelden mehr, die sagt, es gibt keine Helden mehr. Aber ich bin ein Held, ich bin ein Romanheld und ich erzähle eine Geschichte, die beginnt weit vor mir und die erzähle ich linear. Also im Gegensatz zu den ganzen modernen Sachen, James Joyce mäßig, erzählt er wirklich noch eine in sich geschlossene Narration, eine sinnhafte Sache. Und er bittet dafür seinen Pfleger Bruno, ihm Papier zu besorgen. Als ich zu Bruno sagte, ach Bruno, würdest du mir 500 Blatt unschuldiges Papier kaufen? Antwortete Bruno, zur Zimmerdecke blickend und seinen Zeigefinger, einen Vergleich herausfordernd, in die gleiche Richtung flickend, Sie meinen weißes Papier, Herr Oskar. Ich blieb bei den Wörtchen und unschuldig und bat den Bruno auch im Geschäft so zu sagen. Als er am späten Nachmittag mit dem Paket zurückkam, wollte mir wie ein von Gedanken bewegter Bruno erscheinen. Also das Kuriose ist eben wirklich, Oskar Mazzerath beginnt als Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt mit unschuldigem Papier. Also geht von der Unschuld aus, das Papier ist nicht weiß, es ist unschuldig und das wird jetzt sozusagen mit Sünden gefüllt. Dann erzählt Oskar später von seiner eigenen Geburt und erzählt, ich erblickte das Licht dieser Welt in Gestalt zweier 60 Watt Glühbirnen. Noch heute kommt mir deshalb der Bibeltext, es werde Licht und es ward Licht, wie der gelungenste Werbeslogan der Firma Osram vor. Bis auf den obligaten Dammriss verlief meine Geburt glatt. Mühelos befreite ich mich aus der von Müttern, Embryonen und Hebammen gleich viel geschätzten Kopflage. Also er wird geboren, es wird sofort in Verbindung gesetzt mit einem biblischen Zitat, es werde Licht und es ward Licht, also kommt eben etwas, ne, das Heilsames auf die Welt. Und dann unterhalten sich die Eltern darüber, ja, ne, also der Vater sagt, der mutmaßliche Vater, Mazzerath, der in sich meinen Vater vermutete, steht hier. Er sagt, er wird später einmal das Geschäft übernehmen. Jetzt wissen wir endlich, wofür wir uns so abarbeiten. Das ist natürlich auch in einer gewissen Weise eine Jesus-Parallele. Der Josef soll ja mit der Zeugung Jesu auch jetzt nicht so viel zu tun gehabt haben, habe ich mir sagen lassen. Mama dachte weniger ans Geschäft, mehr an die Ausstattung ihres Sohnes. Na, wusste ich doch, dass es ein Jüngchen ist, auch wenn ich manchmal gesagt habe, es wird eine Marielle. So machte ich verfrüht Bekanntschaft mit weiblicher Logik und hörte mir hinterher an, wenn der kleine Oskar 3 Jahre alt ist, soll er eine Blechtrommel bekommen. Und nur dank der Blechtrommel kann er eben diesen Roman schreiben. Die Blechtrommel gibt ihm ein, was man an Hauptsächlichkeiten, Nebensächlichkeiten braucht, um einen Roman zu schreiben. Also das Trommeln selbst, also die Blechtrommel, ist das mitstenografierte Trommeln von Oskar Mazzerath. Längere Zeit mütterliches und väterliches Versprechen gegeneinander abwägend, beobachtete und belauschte ich, Oskar, einen Nachtfalter, der sich ins Zimmer verflogen hatte. Mittelgroß und haarig umwarb er die beiden 60 Watt Glühbirnen, warf Schatten, die in übertriebenem Verhältnis zur Spannweite seiner Flügel den Raum samt Inventar mit zuckender Bewegung deckten, füllten, erweiterten. Mir blieb jedoch weniger das Licht- und Schattenspiel, als vielmehr jenes Geräusch, welches zwischen Falter und Glühbirne laut wurde. Der Falter schnatterte, als hätte er es eilig, sein Wissen loszuwerden, als käme ihm nicht mehr Zeit zu für spätere Plauderstunden mit Lichtquellen, als wäre das Zwiegespräch zwischen Falter und Glühbirne in jedem Fall des Falters letzte Beichte. Und nach jener Art von Absolution, die Glühbirnen ausstellen, keine Gelegenheit mehr für Sünde und Schwärmerei. Heute sagt Oskar schlicht, der Falter trommelte. Also was der Falter hier macht,
dass das Trommeln auf einer Glühbirne kurz vor seinem Tod ist das gleiche, was Oskar Mazzaret macht, wenn er eben trommelt. Also das erste Trommeln, was er hört. Er trommelt auch heute weiter. Und beim Falter ist es eben eine letzte Beichte vor dem Tod, wie eben alles, was wir eben haben, ne? Mitten im Leben sind, trotzdem vom Tod empfangen. Also alles, was wir sagen, ist ja auch eben in Angesicht des Todes so. Es ist eine Beichte kurz vor dem Tod. Und somit wird eben parallel gesetzt der ganze Roman, dieses ganze, die Lebensgeschichte erzählen von Oskar Mazzaret mit einer langen Beichte. Und dieses Motiv der Beichte, was ich jetzt hier an der Blechtrommel etwas länger, weil ja, normalerweise Sie die Blechtrommel am ehesten gelesen haben, am Blechtrommel etwas länger exerziert habe, hier und da ausgeführt habe, gibt es eben auch in fast allen anderen Werken von Günter Grass diese kurz, also manchmal sind es nur ganz kleine Stellen, aber kurze Parallelisierungen am ausgeprägtesten vielleicht eben auch in Katz und Maus. Ich muss jetzt nicht alle sämtliche Texte hier vorlesen, aber vielleicht können Sie es ja nachher rundschicken, dann haben Sie die Texte alle, dann müssen Sie diese langen, unglaublich dicken Bücher nicht lesen. Katz und Maus fängt auch damit an, dass jemand eine Sünde begeht. Also es ist ein Ich-Erzähler, der dem Malke, der Hauptfigur, der große Malke, übrigens auch eine Jesus-Paraphrase. Normalerweise sollte die Novelle heißen Der Ritterkreuzträger. Und hat eben auch Günter Grass schon Umschlagentwürfe gemacht, wo er eben wirklich als der Gekreuzigte da ist. Das ist eine große Erlöserfigur, die irgendwann am Ende untertaucht in ein Unterseeboot und wo der Ich-Erzähler bis zum heutigen Tag, also heute vielleicht nicht mehr, aber bis zur Gegenwart der Novelle, immer wieder wartet, dass er zurückkommt. Dass eben also eine Jesusgestalt, die hinabfährt ins Reich des Todes, und man immer wieder wartet, ob er eben am dritten Tage noch auferstanden ist. Also er geht von vertriebenen Treffen zu vertriebenen Treffen und versucht eben hier Malke wiederzutreffen. Und der Anlass des Erzählens ist dieses Katz und Maus. Malke hat einen übergroßen Adamsapfel. Adamsapfel natürlich auch Sinnbild für Erbsünde und so weiter und so weiter. Und er hat irgendwann mal, als Malke etwas schlummernd im Gras lag, eine Katze auf diesen Adamsapfel angesetzt. Und dadurch wurde Malke eben diese komische Missbildung erst richtig gegenwärtig und dadurch versucht er immer wieder neue Heldentaten, um von seinem Adamsapfel abzulenken. Und das geht eben so weit, dass er eben später auch dann ein Diebstahl begeht und dann schließlich ja, eine Art von Selbstmord begeht eventuell, also versucht eben eine Sache nach der anderen, um von diesem Adamsapfel abzulenken. Und am Anfang steht eben diese Sünde, dass jemand die Katze auf diesen Adams, auf diese Maus des Adamsapfels ansetzt. Und ein Pater Alban, der sagt dem Ich-Erzähler hier, er soll das doch niederschreiben, auch wiederum als Beichte. Es geht eben auch hier weiter im Butt. Also der Butt wird eben nur erzählt, weil der Butt, der normalerweise immer die Sache der Männer erfüllt, wo die Frauen immer schlecht wegkommen, das wird jetzt im Roman der Butt umgekehrt. Es wird eben eine Geschichte aus Frauensicht erzählt bei Günter Grass. Der wird gefangen und er wird eben von den Frauen nicht freigesetzt, sondern fleißig mit Wasser begossen, mit bluttupfendem Tempotaschentuch gepflegt und endlich an Land gebracht. Und da kam alles raus. Und deswegen, weil das eben so ist, ist die mündende Weichsel der exemplarische Ort, wurde ich beispielhaft, muss ich mich häuten, beichte ich Ilsebill, schreibe ich auf, steht hier geschrieben. Also wir haben wieder diese Engführung, häuten, da kriegen Sie beim Häuten der Zwiebel schon ein paar Jahre vorher mit, ne? Also 30 Jahre ehrlich gesagt, ja, 29. Das Häuten der Zwiebel wird gleichgesetzt mit dem Beichten, Beichten wird gleichgesetzt mit Schreiben und eben dem Geschriebenen. Das ganze Werk von Günter Grass von Anfang an ist im Grunde genommen eine große Beichte. Ja, worüber beichtet man denn jetzt als Günter Grass? Das ist eben die große Sache. Es gibt hier verschiedene Aspekte, worüber man natürlich ihm auch beichten kann. Und das große Thema von Günter Grass diesbezüglich ist eben persönliche Schuld und Kollektivschuld.
Was immer man über Günter Grass auch in späteren Jahren gesagt hat, ist ja dann teilweise so, wenn Menschen zu berühmt werden, auch zu viel schreiben, da hat man es gerne, wenn man irgendwie sagen kann, ach, das muss ich nicht lesen, weil das ist doch so und so. Also ich weiß, also viele Menschen sagen mal, ach, ich kann doch Gerd Hauptmann nicht lesen, der ist auch später Nazi geworden und so weiter. Und man versucht sich dann der Lektüre zu dispensieren. Das ist natürlich schwierig. Und was immer man über Günter Grass jetzt hier mutmaßt und auch mit seiner Vergangenheit der Aufarbeitung, man kann nicht hinter die Tatsache zurück, dass Günter Grass derjenige ist, der eine Art von deutscher Schuld in die deutsche Literatur eingebracht hat. Wenn Sie in die Literatur vor Günter Grass Blechtrommel schauen, gibt es immer irgendwie das deutsche Volk. Und dann gibt es die Nazis. Wenn Sie zum Beispiel bei Alfred Anders mal nachlesen, Sansibar, der letzte Grund, dann gibt es immer die sogenannten Anderen. Und es gibt die guten Deutschen, die damit beschäftigt sind, entartete Kunstwerke von Ernst Barlach oder schöne Jüdinnen zu retten. Und das ist eben beim frühen Heinrich Böll übrigens auch so. Ne? Also wer ist das Opfer des Zweiten Weltkriegs in den ersten 10 Jahren nach dem Krieg? Das sind die Deutschen. Es gibt keine Romane darüber, wie über das zerbombte Coventry, keine Deutschen jedenfalls, wenn Sie schauen, draußen vor der Tür. Ein wichtiges, gutes Theaterstück, aber da geht es eben nicht darum, dass die Deutschen ihre Nachbarländer überfallen haben, da geht es darum, dass eben hier der Beckmann nach Hause kommt und seine Schuld loswerden möchte und da keine Heimat mehr hat, weil ihm die Heimat zerbombt ist, weil seine Frau einen anderen hat und so weiter und so weiter. Also die Opfer des Nationalsozialismus ist in den ersten Jahren nach dem Weltkrieg sind eindeutig die Deutschen. Und erst bei Günter Grass reift dann eben die Erkenntnis, die dann auch dann bei Hans Magnus Enzensberger in dem Gedicht Verteidigung der Wölfe gegen die Schafe wird dann gesagt, die Nazis waren die Deutschen und die Deutschen waren die Nazis. Es wird in der Blechtrommel werden keine Kriegshandlungen, keine Fronterlebnisse oder ganz wenig nur erzählt. Aber was erzählt wird, ist, wie in einem normalen Milieu, mit normalen Menschen, mit Menschen, die Fehler haben, die nett sind, manchmal weniger nett, wie die plötzlich Nationalsozialisten werden. Das sind auch keine Erdmonster, die irgendwie aus der Erde kommen oder sonst was. Das sind eben ganz nette Menschen. Das ist der Trompeter Main, der war früher bei den Sozialisten und der kann jetzt eben ohne Probleme von den Sozialisten dann zur SS gehen. Wir haben den Kolonialwarenhändler Oskar Mazarat, der immer mit dem Mitarbeiter der polnischen Post, Jan Bronski, wunderbar Skat spielt, obwohl der Pole ist und obwohl er eben auch seine Frau beglückt. Das ist gar kein Problem und aus diesem Milieu plötzlich, aus einem normalen Milieu, erwächst dann erwächst der Nationalsozialismus aus uns allen. Und das war vorher in der deutschen Literatur nicht Thema. Das war eben immer ein Dualismus. Da gab es eben die Nationalsozialisten und eben die richtigen Deutschen. Das können, wie gesagt, bei Heinrich Böll dauert es bis in die 60er Jahre rein, bis er wirklich da diesen Dualismus wirklich aufbricht. Das sogar noch. Sogar bei Böll ist das in der Anfangszeit noch. Gucken Sie mal, am Anfang, da kommt der Heinrich Böll, oder kommt eben der Ich-Erzähler immer nach Hause. Dann gibt es eben ganz klar, da sind eben die unteren Militärränge, sind die Guten. Ne? Also einfacher Soldat, gut, Offizier, schlecht. Ne, einfacher Pfarrer, gut, und ne, dann irgendwie ne, dann Bischof, schlecht. Ist ganz klar, also gibt es eine gute Schicht und eine böse Schicht. Und bei Günter Grass, in der Blechtrommel, gibt es eben auch diesbezüglich keinen Widerstand. Das ist eben ein Roman, wo es kein Aufbegehren gibt, wo es keine guten Menschen gibt. Oskar Mazarat, der Ich-Erzähler, berichtet eben auch davon, wie er selbst schuldig wird. Er berichtet davon, wie er eben auch mal in seinem eigenen Umfeld, sozusagen wie er seine Mutter in den Tod treibt, wie er auch seinen Onkel Jan Bronski in den Tod treibt, indem er ihn zur polnischen Post geht. Bei der Reichspogromnacht, Kristallnacht, wie es dann auch heißt, wird er zu einem
mir fällt gerade das Wort nicht ein, also er klaut ihm auch die Trommel vom Spielzeughändler, der gerade selbst begangen hat. Und später bringt er eben auch seinen Vater um. Ist ihm auch durchaus schuld, wie er selbst sagt, an dem Tod seiner Geliebten, der anderen Lilliputanerin, der er keinen Kaffee holt, deswegen holt sie den Kaffee selbst. Und dann trifft die Bombe gerade da ein, ist er eben auch schuld an ihrem Tod. Und da haben wir eben einen Roman, wo dieser Dualismus zwischen Gut und Böse aufgeteilt wird und wo der Ich-Erzähler von seinem schulddurchsetzten Leben erzählt. Und das eben dann teilweise eben auch komisch und auch dann wieder mit Beichte verbunden. Es wird zum Beispiel die Taufszene, die Taufhandlung geschildert, wo Oskar Mazart dem Teufel entsagen soll und ohne dass ich es mir mit Satan verdorben hätte, salbte Hochwürden Wiemke mich auf der Brust und zwischen den Schultern, vor dem Taufbrunnen abermals das Glaubensbekenntnis, dann endlich dreimal Wasser, Salbung bis Grisam auf der Kopfhaut, ein weißes Kleid zum Flecken drauf machen, die Kerze für dunkle Tage, die Entlassung. Mazart zahlte. Und als mich Jan vor das Portal der Herz-Jesu-Kirche trug, wo das Taxi bei heiterem bis wolkigem Wetter wartete, fragte ich Satan in mir, alles gut überstanden? Satan hüpfte und flüsterte, hast du die Kirchenfenster gesehen, Oskar? Alles aus Glas, alles aus Glas. Also die besondere Fähigkeit von Oskar Mazart ist ja, dass er Glas zersingen kann. Und er wird eben getauft. Und durch die Taufe wird der Mensch nicht besser, also sozusagen die Erbsünde, wenn es ihm so etwas gibt. Der Mensch ist böse, es wird durch die Taufe nicht besser und er beichtet jetzt im Nachhinein das und erzählt die Geschichte von einer gefallenen Schöpfung. Das können Sie vom ersten bis zum letzten Roman von Günter Grass exerzieren. Er selbst schreibt und auch, ich kann es mir nie, selbst bei wehleidigster Stimme, nicht verschweigen, meine Trommel, nein, ich selbst, der Trommler Oskar, brachte zuerst meine arme Mama, dann den Jan Bronski, mein Onkel und Vater, ins Grab. Doch, das nur ganz am Anfang, also nachher folgen noch einige, wie gesagt. Doch wie jedermann halte ich mir an Tagen, da mich ein unhöfliches und durch nichts aus dem Zimmer zu weisendes Schuldgefühl in die Kissen meines Anstaltbettes drückt, meine Unwissenheit zugute, die damals in Mode kam und noch heute manchem als flottes Hütchen zu Gesicht steht. Also ne, wir haben das ja alles nicht gewusst, ich habe ihn umgebracht, aber ach ja, ich war jung, ich habe das eben anders gemacht. Und das ist eben diese Hauptsituation. Wir haben die Erkenntnis, dass kaum jemand eben wirklich schuldlos aus der ganzen Situation rausgekommen ist, aus der Situation des Dritten Reiches. Und wenn er eben da nicht schuldig geworden ist, ist er irgendwo anders schuldig geworden. Und Oskar beichtet eben diese Angelegenheit. Und später wird es eben auch ausgeweitet. Am Ende des Vortrags lauert natürlich wieder eben hier die große SS-Beichte zu beim Häuten der Zwiebel. Und es wurde ganz häufig dann Günter Grass vorgeworfen, dass er eben diese SS-Angelegenheit so spät gesagt hat. Und dazu möchte ich sagen, Günter Grass hat diese Kollektivschuld, also dass er eben ein Teil einer verbrecherischen Einheit und was alles gewesen ist, das hat er eben eindeutig verheimlicht. Er hat es eben einmal dem Klaus Wagenbach gesagt, aber der hat es eben nicht weitergesagt, obwohl er es eben eigentlich veröffentlichen wollte. Es war ein Interview zur Veröffentlichung vorgesehen, er hat es nicht getan. Günter Grass hat während seines gesamten Lebens immer Akzente darauf gelegt, auf die persönliche Schuld von sich selbst und auch von anderen natürlich, aber auch von sich selbst. Günter Grass hat sehr früh gesagt, also dass das Schlimme, was er eben im Nationalsozialismus gemacht hat, da hat er jetzt eben keine Kriegsverbrechen, er war an keinen ethnischen Säuberungen beteiligt oder sonst was, Erschießungskommandos. Aber zum Beispiel die Erschießung von Jan Bronski, die ja in der Blechtrommel geschildert wird, das beruht auf biografischen Details aus Günter Grass eigenem Leben. Er hat eben auch einen Onkel, der bei der Verteidigung der polnischen Post erschossen worden ist, nachher standrechtlich erschossen worden ist. Und danach wurde da nicht mehr nachgefragt.
Günter Grass sagt eben auch, ja hier, es sind eben auch, was war ich, ein Lehrer ist plötzlich abkommandiert worden. Wir haben da nicht nachgefragt, das war meine große Schuld. Also er war eben zu jung, hat er eben selbst immer wieder gesagt, um wirklich eben in Kriegsverbrechen, an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen zu sein. Aber bei den anderen Sachen war er nicht zu jung. Er hat ihn nicht gefragt, einfach nur mal gefragt, was passiert, aber als die Abtransporte kamen. Und da war er übrigens auch sehr oft seiner Zeit voraus. Und diese ganze SS-Sache, die durchzieht auch in Anspielungen immer wieder sein Werk. Also aus dem Tagebuch einer Schnecke von 1972 steht, es stimmt, ihr, also seine Kinder und nachfolgende Generationen, ihr seid unschuldig. Auch ich, halbwegs spät genug geboren, gelte als unbelastet. Aus heutiger Perspektive, ne? Also jetzt heute gilt er nicht mehr als unbelastet, damals galt er noch als unbelastet, das ist irgendwie eine sehr, sehr aussagekräftige Formulierung, also formulieren konnte er schon. Nur wenn ich vergessen wollte, wenn ihr nicht wissen wolltet, wie es langsam dazu gekommen ist, könnten uns einsilbige Worte einholen, die Schuld und die Scham, auch sie, zwei unentwegte Schnecken, nicht aufzuhalten. Also die Sünde, die man ihm heute machen kann, ist, dass man sich dieser Vergangenheit nicht mehr wirklich stellt, dass man es eben nicht aufarbeiten müsste. Und dann kommen eben diese Worte Schuld und Scham, die auch nachher das Werk beim Häuten der Zwiebel durchsetzen. Und auch an anderen Stellen dieser großen Beichte, das ist ja wie bei Goethe, der hat ja auch mal geschrieben, sein Werk ist eben die große, also ein Ausdruck einer großen Konfession. Und bei Günter Grass ist es sozusagen eben eine große Generalbeichte ohne Absolution leider. An anderen Stellen kommt es eben auch, er kokettiert immer wieder mit eigenen Biografien. In der Butt, da kokettiert er damit, dass er seine eigene Biografie bis in die Steinzeit zurückdatiert, in mehreren Zeitweilen die Welt durchlebt. Und aus dem Tagebuch einer Schnecke, da kommt eben auch das Kokettieren mit dem Konjunktiv. Und da sagt Günter Grass im Gegensatz zu vielen anderen, also ich möchte mal daran erinnern zum Beispiel, was passiert ist, als die Mauer gefallen ist und als er Menschen wie der Schirmacher mit dem Brustton der Überzeugung der Christa Wolf vorgeworfen haben, dass die in der DDR publizieren durfte. Und da muss man mal gucken, also was das für Menschen sind. Also nichts gegen Herrn Schirmacher, sonst was, aber wer nicht in einer Diktatur gelebt hat, ist ihm sehr schwer, jemandem vorzuwerfen, dass er in der DDR doch sehr revolutionäre Bücher wie Cassandra geschrieben hat. Und Günter Grass sagt immer so, nein, wenn auch als er darauf angesprochen worden ist, er hätte nie gesagt, dass er gegen die Verfehlungen, gegen die Verbrechen, gegen die verbrecherische Gesinnung des Nationalsozialismus gefeit gewesen wäre. Ganz früh hat er schon gesagt, ich war von früh an ein gläubiger Nationalsozialist. Ich habe daran geglaubt, geglaubt, geglaubt. Und er schreibt selbst hier 1972, als ich 15 war, wollte ich in Gedanken, Worten und Werken meinen Vater mit meinem Hitlerjugenddolch ermorden. Bei gleicher Absicht wechseln von Generation zu Generation nur die Tatgegenstände. Also er wollte seinen Vater umbringen, das ist eben relativ normal. Hitler, dass es eben der Hitlerjugenddolch ist, das ist eben das zeitspezifische Kolorit, was er hatte. Als ich 16 war, habe ich ein unfertiges und beliebig zu deutendes Mädchen auf Entfernung geliebt. Seitdem kann ich wünschen und mir einbilden, bis es anklopft, eintritt, da ist und ein Streit beginnt. Als ich 17 Jahre alt war, lernte ich unter meinem Stahlhelm und nur noch vom Koppel zusammengehalten die Angst kennen. Später zum Ausgleich den Hunger und wenig später das unübersichtliche Raubtiergehege Freiheit. So, er sagt ihm hier auch, also ich war in der Hitlerjugend, ich habe es ihm alles gemacht, an anderer Stelle sagt ihm auch, dass, wie gesagt, dass er eben immer gläubiger Hitlerjunge war. Und in den Kopfgeburten, 8 Jahre später, 1980, beichtet er ihm auch wieder und sagt er hier, also er hat ja die Gnade der späten Geburt, von der auch später Helmut Kohl gesagt hat. Und er sagt, auch wenn er eben das hat und wenn er einfach durch seine Biografie nicht in Kriegsverbrechen
an Kriegsverbrechen beteiligt war, ist das ein Zufall der Geschichte? Er sagt, also ich bin sozusagen zu spät geboren, also bin ich fein raus, also belastet mich nichts, keine Fakten sind greifbar. Wieder eine schöne Formulierung, also noch sind die Fakten ja nicht auf dem Tisch. Nur meine Vorstellung, die nicht Ruhe gibt, schafft welche herbei. Ich könnte mich rückdatieren. Ich lasse meine Biografie 10 Jahre früher beginnen. Was sind schon 10 Jahre? Ein Daumensprung. Meine Vorstellung schafft das. Ich, Jahrgang 1917 statt 1927, 1933 wäre ich 16 und nicht 6 Jahre alt. Bei Kriegsbeginn 22 und nicht 12 Jahre alt gewesen. Da sogleich wehrpflichtig hätte ich, wie die meisten meines Jahrgangs, kaum den Krieg überlebt. Doch trotz dieser Wahrscheinlichkeit spricht nichts oder nur Gewünschtes gegen meine zielstrebige Entwicklung zu überzeugten Nationalsozialisten. Aus kleinbürgerlicher, die halbkaschubische Herkunft verdrängender Familie, deutsch idealistisch erzogen und auf das Prinzip der Reinheit vergattert, hätte ich mich für großräumige Ziele begeistern und mir im Namen der Volksgemeinschaft subjektives Unrecht als objektives Recht erklären lassen. Die Danziger SS-Heimwehr hätte, obgleich oder weil mein Onkel Franz bei der polnischen Post Dienst tat, im Spätsommer 39 mit mir rechnen können, schriftlich bestimmt. Dank meiner Mitgift, dem rigorosen Schreibtalent, wäre mir zu den Ereignissen der Bewegung, Machtergreifung, Erntedank, Festführers Geburtstag und später zum Kriegsverlauf Gereimtes und Hymnisches eingefallen. Zumal die Poetik der Hitlerjugend, siehe Anacker, Schirach, Baumann, Menzel, spätexpressionistische Wortballungen und gestische Metaphern erlaubte. Also das, was er jetzt eben auch später gemacht hat, gerade in der Blechtrommel, war durchaus bei den Nazis angesehen. Also er hat sozusagen rein von seinen Ausdruckmitteln, hätte sozusagen da die Blechtrommel schreiben können und hat auch später mal gesagt, er hat sogar einen Wettbewerb bei der Hitlerjugend mitgemacht. Hat da leider nur über die Kaschuben geschrieben. Die Kaschuben waren eben nicht so richtig, also das galt noch nicht so richtig als arisch. Das war eben so ein bisschen so. Und deswegen hat er nachher, es ist ein reiner Zufall, und dass er vielleicht nicht da sogar etwas gewonnen hätte. Und er sagt eben auch, es ist eben nicht, wie häufig immer wieder gesagt wird, immer diese Position der Überlegenheit, aus der Günter Grass raus argumentiert hat und auch später noch argumentiert hat, sondern er hat immer gesagt, er weiß darum, der Mensch ist eben der Sünde ein Heimgegebenes, eine gefallene Schöpfung, und er selbst wäre eben nicht besser. Wenn er selbst 10 Jahre älter gewesen wäre, hätte er keine Zweifel daran, dass er mit höchster Wahrscheinlichkeit eben auch an den kollektiven oder im Kollektiv begangenen Verbrechen mitgemacht hätte, die jetzt später einzelnen Menschen angehängt werden. Ja? Also wenn man eben in diesem Umfeld ist, dann kann das eben einfach so passieren. Der Mensch ist in dieser Weise gemacht, und es gilt eben heute, das aufzuarbeiten und diese potenzielle Schuldhaftigkeit auch der Menschen und die Möglichkeit, dass man in solche Sachen zurückfällt, das aufzuarbeiten, immer wieder in Form, nicht zuletzt von Literatur, in Form von Beichten, in Form von Beichten der eigenen Schwäche, der eigenen Schuldhaftigkeit. Literatur ist bei Günter Grass eine große Beichte über die gefallene Schöpfung, die zur Sünde neigt. So, und hier später nochmal Schreiben nach Auschwitz. Also da könnte ich Ihnen auch unglaublich viele andere Stellen zeigen. Ich mache jetzt nur eine gewisse Auswahl an Sachen, wo Sie finden, wo er sich dazu geäußert hat, wo es ihm um diese Art von Schuld, eigener Schuld, Kollektivschuld und in Verbindung mit Beichte geht. In der Frankfurter Poetikvorlesung Schreiben nach Auschwitz 1990 sagte ihm auch schon, als ich 17 Jahre zählte, mit 100.000 anderen in einem amerikanischen Gefangenenlager unter freiem Himmel in einem Erdloch hauste, war ich, weil ausgehungert, mit gieriger Schleue einzig aufs Überleben bedacht, doch sonst ohne Begriff.
mit Glaubenssätzen dumm gehalten und entsprechend auf idealistische Zielsetzungen getrimmt. So hatte das Dritte Reich mich und viele meiner Generation aus meinen Treuegelöbnissen entlassen. Die Fahne ist mehr als der Tod, hieß eine dieser lebensfeindlichen Gewissheiten. So viel Dummheit resultierte nicht nur aus kriegsbedingt löcherigem Schulwissen. Als ich 15 zählte, begann für mich, als Freiheit von Schule missverstanden, die Luftwaffenhelferzeit. Vielmehr war es eine allgemeine, Klassen- und Religionsunterschiede überwölbende Dummheit, die sich aus deutschen Selbstgefallen nährte. Dessen Glaubenssätze hoben etwa so an: Wir Deutschen sind, Deutsch sein heißt und schließlich niemals würde ein Deutscher. An anderer Stelle gibt Günter Grass zu Protokoll, dass erst bei den Nürnberger Prozessen, als der Baldur von Schirach öffentlich gesagt hat, ja, es gab eben sowas, ne, sowas wie Auschwitz und das haben Deutsche gemacht, erst da hat er gesagt, ach ja, also das daran könnte etwas sein. Dass ihn jahrzehntelang, also jahrelang, schwere Arbeit gekostet hätte, diesen Ballast abzuarbeiten, dieser Doktrinierung. Ja, und vor diesem Hintergrund kann man eben auch dann so sehen, die Beichte von Van Holten der Zwiebel. Hier steht ja auch, hier auf dem Handout, das nicht von mir ist, aber was sehr schön ist, zum Jahr 2006, August, kurz vor Erscheinen seiner Autobiografie beim Häuten der Zwiebel, erklärt Grass, als 17-jähriger Mitglied der Waffen-SS gewesen zu sein. Mit seinem Bekenntnis beginnt eine Debatte um Grass' Rolle als moralische Instanz im Nachkriegsdeutschland. Also er hat es nicht kurz, also er hat eben gesagt, er hat es im Buch geschrieben und dann hat eben der Herr Schirmacher von der FAZ gesagt, ach, das ist mal ein super Aufhänger, dann sprechen wir mal darüber. Und hat das eben ein bisschen früher als abgemacht publiziert, dann teilweise unter der, also so, als ob er ihm dann eben ein SS-Geständnis abgerungen hätte. Günter Grass hat ihm auch aus freien Stücken sehr spät, ganz klar, ich weiß es nicht genau, also ich war eben nie in der Situation, dass ich sowas verheimlichen musste, aber ich weiß nicht genau, wie ich das machen würde, hat eben sehr spät, aber aus eigenen Stücken, also es gab niemanden, der eben, also nicht, wovon ich wüsste, dass jemand die Daumenschrauben angelegt hätte und gesagt hätte, hier, du musst jetzt mal gucken, hat er da wieder ein Schuldbekenntnis abgelegt und unter anderem eben auch da über seine Zeit in der Waffen-SS geschrieben. Und was auch da wieder in der öffentlichen Diskussion viel zu kurz kommt, meines Erachtens ist, also erstens ein sehr, sehr schönes Buch, kann ich jedem nur zu lesen anraten, also hat ein paar Längen, aber welches Buch hat das nicht? Und jeder denkt ja auch, dass die Längen irgendwo anders sind. Also ein sehr, sehr schönes Buch. Und auch da gibt es immer wieder diese kuriose Angelegenheit, dass die Öffentlichkeit, auch die öffentliche Diskussion, auf irgendwelchen, auf wesentlich mehr auf eine Papierschuld anspringt, als auf wirklich persönlicher Schuld. Günter Grass hat eben Zeit seines Lebens immer wieder gesagt, wo er gefehlt hat und hat eben ständig eine öffentliche Beichte abgelegt. Und auch hier in diesem Buch zur SS ist eine der wahrscheinlich anrührendsten Kapitel, wo Günter Grass in der Ausbildung, also Kriegsausbildung ist und dann exerzieren muss und so weiter. Und einer ist dabei und er lässt immer die Waffe fallen mit dem Argument, wir tun sowas nicht. Er weiß jetzt nicht genau, was es ist, ob es Zeuge Jehovas war oder also wer dieses Wir ist und was eben sowas ist. Und wie dann eben er mit der Gruppe Gewalt auf ihn ausgeübt hat, wie sie ihn dann versucht haben, ihn dazu zu pressen, weil es ja auch dann Kollektivstrafen gab und so weiter, und wie dann auch irgendwann abgeholt worden ist und plötzlich verschwunden ist. Und Günter Grass hat eben auch da wieder nichts getan und auch da wieder eben eine sehr individuelle, faktische, greifbare Schuld eingestanden. Und darüber hat niemand gesprochen, kurioserweise. Und das ist eben die merkwürdige Angelegenheit, dass man eben natürlich Aufmerksamkeit mit solchen so Waffen-SS-Sachen in den letzten Jahren, wo auch klar ist, da gibt es ja einige, die dann irgendwie auch zwangseingezogen sind. Günter Grass hätte auch wahrscheinlich gesagt, er kann auch sein, dass er sich freiwillig gemeldet hat, was man bei einem Jungen, ne, der eben wie gesagt 6 war, als die Nationalsozialisten an die Macht gekommen ist, auch durchaus verstehen könnte. Aber auf diese individuellen Sachen wird eben weniger Augenmerk gelegt, sondern eher auf die institutionelle Schuld und nicht auf die persönliche Schuld.
Ja. Das Merkwürdige ist natürlich, also obwohl Günter Grass eben viele religiöse Elemente in seinem Werk übernimmt, hat er eben eine Sache leider nicht übernommen. Und das ist die Erlösung. Also er hat eben Beicht übernommen, er hat Heilsgeschichte übernommen, er hat den Fall der Schöpfung übernommen, aber er hat eben die Absolution nicht mit übernommen. Die Beicht ist immer eine, die ohne Absolution ist. Es fehlt immer am Ende etwas. Also der Mensch ist ein gefallener Mensch, die Schöpfung ist eine gefallene Schöpfung. Günter Grass tritt sozusagen teilweise so als Bußprediger auf, aber es gibt eben nur was diesseits, es gibt nicht die Möglichkeit, oder es wird eben nicht angedeutet, es läuft nicht darauf hinaus, auf eine Transzendenz. Es geht, wie Klaus Steilbaum immer gesagt hat, nicht um Transzendenz, sondern Transparenz. Also es geht eben es geht um moralische Implikationen, aber es geht nicht darum, dass man von einer übergeordneten Instanz Erlösung haben könnte. Das heißt, wir haben eben hier ein religiöses Weltbild minus das, was eben das Christentum ausmacht, nämlich den Erlösungsgedanken von Christus. Ich danke Ihnen.